Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir sind gerade auf dem Weg zu El Yayo. Also seine Gehilfin haben wir jetzt letztes Mal befreit. Und jetzt müssen wir ihn befreien. Und dann ist, glaube ich, El Sueño dran, wenn mich nicht alles täuscht. Drohne fliegt. Ich sehe einen Tango. Stehen noch andere darum. Ich sehe ein zweites Ziel. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Schon erstaunlich, dass die Drohnen nicht hören, ne? Also so Drohnen sind ja mega laut. Wenn die leiser wären, würde ich mir auch so eine holen. Aber ja, laute Drohnen finde ich echt nicht so geil. Wir sind da. Gehen wir es vorsichtig an. Wenn das Kartell merkt, dass wir hier sind, legen sie El Jajo auf der Stelle um. Verstanden. Ich muss vorne rein. Ein bisschen schlecht. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Shit, der hat ihn fallen gehört. Immer weg da. Okay, das war's. Eine Goldstatue, die als Opfergabe für Santa Muerte von Pilgern und Anhängern verwendet werden. Santa Blanca verwendet das Gold, das in örtlichen Minen geschürft wird, um die kleine Statue zu gießen. Wieso sollte man es? So ein ich weiß sehr gut, wie lange es dauert, die Blätter zu ernten. Pero, wir brauchen die Blätter schneller. Weil Sven um eine Familie hat. Er bringt sie um, wenn wir die Quote nicht erfüllen. Sag mir nicht, was unmöglich ist. Sag den Cocaleros, dass sie ihre Kinder mit aufs Feld nehmen sollen. Ich kenne das Gesetz. Lass doch die Kinder unter 10 arbeiten. Por favor. Schon immer habe ich die Cocaleros wie meine Familie behandelt. Jetzt bitte ich sie, meine Familie wie die ihre zu behandeln. Gracias. Vamonos, wir bringen dich in Sicherheit. Ich kann nicht weg. Wenn das Kartell was merkt, dann bringen sie meine Familie um. Mhm.
Sie werden nichts merken. Wir haben Haley. Keine Sorge. Bevor die da was merken, sind wir schon wieder, keine Ahnung, in Freiheit oder so, keine Ahnung. So, 800 Meter in die Richtung. Wir nehmen trotzdem Haley. Sie haben die Wächter getötet, aber es dauert nicht lange, bis Svenjo merkt, dass ich geflohen bin. Dann killt er deine Familie. Es gibt bessere Geschäftspartner. Ich werde den Rest meines Lebens für meine Tat büßen. Aber helfen Sie meiner Familie. Zuerst helfen wir dir. Los. Ich bin der Pilot. So, da bin ich mal gespannt. Es gibt Gerüchte über Phantasmas, die angeblich Gebäude anzünden. Irgendwelche Dinge verschwinden lassen. Leute verschwinden lassen. Ich dachte, das wäre nur alter Aberglaube. Uns geht's. Und wenn du uns hilfst, können wir dich schützen. Ich kooperiere. Wenn sie meine Familie schützen. Ja, machen wir. Also ich hoffe, dass wir das machen. Da ist der Sammelpunkt. Aber macht's euch nicht zu bequem. Ich habe das Gefühl, wir rücken bald wieder aus. Verstanden. Ja, ich habe auch das Gefühl. Wollen wir ihn zerstören? Klar, das heißt weniger Geld für das Kartell. Ich habe es gewusst. Die CIA schickt ihre eigenen Sicarios. Simon Bolivar sagte, die Vereinigten Staaten werden Elend über ganz Amerika bringen. Und nun bringen sie das Elend in mein Haus. Svenjo hat wohl seine Familie. Schön zu wissen. Diese vier Soldaten sind ihre allerletzte Chance auf die Befreiung ihrer Familie. Also helfen sie uns, oder sollen noch mehr sterben? Retten sie meine Familie. Dann werde ich vielleicht mit ihnen reden. Wie vielleicht. Natürlich wird er mit uns reden. Giorgios Familie ist im Kartellbezirk von Bahia Floresta. Wir müssen uns beeilen. Wenn Svenjo von seiner Flucht erfährt, ist sie tot. Woher wissen sie, wo sie sind? Ah, da sind sie. Easy. Baja Floresta. Giorgios Frau und Sohn sollen irgendwo in dem Dorf sein. Haltet die Augen offen. Ich pack mal unauffällig hier auf der Straße. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Und das macht drei. Mit dem sind's fünf. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Das finde ich ehrlich gesagt cooler. Also ich weiß nicht, ob es so ein in irgendeinem Spiel das gemacht wird. Scharfschütze auf dem Balkon. Tango markiert. Wenn es regnet, dass die Leute halt nicht wie normal hier draußen stehen. Sondern halt, keine Ahnung, sich bedeckter halten. Das wäre viel, viel cooler. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Da, im Gebäude. Okay, nichts passiert. Wir haben ein Dicht bei der Kippe. Das war close. Aber wir haben ihn ein bisschen überrumpelt.
Kandidat, Haley. Unten bleiben. Das war knapp. Was ist da los? Mein Gast wird nervös. Haben Sie Judges Familie gefunden? Wir arbeiten dran. Verstanden. Aber beeilen Sie sich, ja? Es sieht ziemlich blöd aus, wenn der Typ beim Warten einen Herzinfarkt kriegt. Wird gemacht. Ich hab scheiße knapp. So. Schon besser hier oben. Wobei, nee, eigentlich nicht. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Zurück mit dir! Zurück mit dir! Wir haben sie aufgescheucht. Ach ja. Der Leutnant will abhauen. Scharfschütze runter, ich lege an. Sie sind hinter Frau und Sohn her. Aufhalten! Ja, Frau und Sohn, alles klar bei mir. Ist doch bei uns. Mire para acá. Se lo pido por la vida. Jamás habría podido. Ayude a esta pobre gente. Gracias de todo. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Tango beim Gebäude! Greife Tangos an! Ich hab den echt durch das Auto durchgeschossen. Seid ihr okay? Nice. Gut. Sicher. Fass mich nicht an! Ganz ruhig, Chewie. Dein Vater schickt uns. Ach, und das soll ich dir glauben? Glaub von mir aus, was du willst, solange du die Klappe hältst und tust, was wir dir sagen. Folg mir jetzt. Beide Pakete gesichert. Zeit für ein Familientreffen.
Schuld vom Alten, oder? Er ist zu gierig und zu stolz. Man kann nicht beide sein. Cállate, mijo. Rudy gibt alles für die Familie, für die Cocaleros. Woher wissen wir, ob er euch schickt? Ob er überhaupt sicher ist? Ob ihr ihn nicht über uns kriegen wollt? So wie esos charros, esos mexicanos. Natürlich benutzen wir euch. Aber bei uns seid ihr sicher. Und El Jajo auch. Ich sah, wie die DEA und CIA viel Ärger über mein Volk brachten. Erwartet nicht, dass ich euch traue. Kuru Gringos. Kumara Mama Coca. Viva Mama Coca. Dort den Blanquiñosos. Tja, ich hätte wohl kein Dankeschön erwarten sollen. Wir sind da, Sie sind sicher. Wie bescheuert sind die denn? Rudolfo! Mi Rosita, ist das bien? Sí, mi vida. Papa, in was für Schwierigkeiten hast du uns gebracht, Alter? Er hat euch Schwierigkeiten erspart. Ich glaube Ihnen überhaupt nichts. Ustedes Blanquiñosos Yankees bringen nur Probleme nach Bolivia. Ich bin vielleicht 96 nicht mit den Cocaleros marschiert, aber ich habe die Narben und Wunden der Demonstranten gesehen. Ach, halt's Maul. Diese antiamerikanische Einstellung ist Bullshit. Wir sind nicht dein Feind. Aber auch nicht unsere Freunde. Tranquilo, mijo. Ich habe bereits mit vielen Teufeln Geschäfte gemacht. Um meine Familie zu beschützen, selbstverständlich. Und auch, dass mein Volk, die Cocaleros, überlebt. Jetzt mache ich Geschäfte mit Ihnen, Agent Bowman. Ich werde es später bereuen. Doch vorerst wird es uns Sicherheit gewähren. Oh Gott. Hat Bowman, was sie wollte? Niemand ist glücklich darüber, aber ja, sieht so aus. Undankbares Pack. Wir haben sie doch gerettet, oder? Ich weiß nur, ohne El Jajo wird die Kokainherstellung schwer für das Kartell. Der Rest liegt über meiner Gehaltsstufe. Ich schau erstmal das an. Man kann Hungernde nicht ohne Nahrung füttern. Kranke nicht ohne Medizin heilen. Und Nachfrage nicht ohne Produkt befriedigen. Nachdem die Produktion in Trümmern lag, schrumpfte unser Marktanteil mit jedem Tag mehr. Wir erhöhten die Preise. Aber das war keine dauerhafte Lösung. Wir mussten aus Peru und Kolumbien importieren. Mehr in Meth und MDMA investieren. Sehr kostspielig. Und zeitaufwendig. Der Neuaufbau würde Jahre dauern. Ich hatte keine Wahl. Wenn die Arbeiter zu lange unbezahlt blieben, konnte alles passieren. Doch der größte Verlierer bei alledem war die Bevölkerung Boliviens. Ohne Arbeit und Mittel, ihre Familien zu versorgen. Sie konnten nur abwarten, wer die Coca-Felder als nächster übernehmen würde. Die Santa Blanca Kokain-Produktionspipeline, geführt von El Jajo. Alles beginnt auf den Feldern mit der Ernte von Erythroxylum novogranatense, der Coca-Pflanze. Von den 200 bekannten Erythroxylum-Arten enthalten nur 2 nutzbare Mengen von Kokain. Also muss man wissen, was man pflanzt. El Jajo weiß, was er pflanzt. Zuerst werden die Blätter abgestreift, dann getrocknet, fein gehackt und ins Labor geschickt. Und da kommt sie ins Spiel. Das hier ist La Gringa, eine schwedische Chemikerin mit hohem IQ und null Moral. Die gehackten Blätter werden mit Kalk bestäubt, mit Dieselsprit begossen und 3 Tage gerührt. Man kann Waschmaschinen oder Zementmixer nehmen, aber Santa Blanca macht es per Hand. Dann wird dieser Scheißdreck mit Schwefelsäure und Eznatron vermischt und zack, Kokainpaste. Man trocknet sie, fügt noch mehr Säure hinzu und erhält Pulver. Doch nun muss man es reinigen, weil niemand gelbes Pulver schnupfen will. Das wäre ja eklig. Also, noch etwas Meersäure, dazu Kaliumpermanganat, Pyrolusit. Na, schon Hunger? Durch Ammoniak filtern und schönes schneeweißes Kokain. Aber jeder weiß, wie das geht. Was macht Santa Blanca so besonders? Was macht das Kartell zu einer Marke? Sie haben den Dreh raus, wie man ein Luxusprodukt in Massen herstellt. Pflanzengenetik, Logistik, Mechanisierung, Labors, Reinigung, Qualitätskontrolle, Reinheit der Chemikalien und natürlich die geheime Zutat.
Sie sind genial. Sie haben die Koksproduktion ins 22. Jahrhundert befördert. Was Henry Ford für die Fabrik war, sind Sie für das Labor. Sie sind Erfinder, Pioniere. Sie sind das Kartell. Okay, ich weiß, also ich glaube, das haben wir schon angeschaut. Ich wollte es nochmal anschauen. Alter, ist das widerlich, wie Kokain hergestellt wird. Alter, ist das... Bleh. Gut. Ja. Jetzt kommen wir zu El Sueño. Aber ich... Entschuldigung. Ich find's echt komisch, dass... klar, die Amerikaner haben hier genauso wie bei anderen Kriegsgebieten sehr viel versaut. Hola, Caballeros. Sie vier machen mir mehr Ärger, als ich jemals zuvor hatte. War uns ein Vergnügen, Svenjo. Aber wir können es sofort beenden. Stell dich einfach. All die Mühe für Ricky Sandoval, der im Grunde nur ein korrupter Polizist war. Sie haben keine Ahnung, was wirklich vorgeht. Ich kann Ihnen die Wahrheit über Sandoval sagen. Genug Schwachsinn. Ich habe Beweise, eine Aufzeichnung, wie Ricky Sandoval seine größte Sünde gesteht. Sie werden sehen, dass Ihr ganzer Einsatz, der Grund für Ihre Anwesenheit, auf einer Lüge beruht. Geht dir der Arsch so sehr auf Grundeis, dass du uns noch mehr Lügen erzählst? Ich bin vieles, aber kein Lügner. Hören Sie sich die Aufzeichnung an. Das ist kein Trick. Aber ich bezweifle, dass Sie noch Grund haben, gegen mich vorzugehen, wenn Sie hören, was Sandoval zu sagen hat. Das Geständnis. Sueño hat Kontakt aufgenommen. Er bietet uns an, unser Special Agent Sandovals aufgezeichnetes Geständnis zu übergeben. Das ist vermutlich eine Falle, aber wir können es uns nicht leisten, das nicht zu überprüfen. Begeben Sie sich zum Treffpunkt und bergen Sie alle Medien, die Sie finden können. El Sueño bietet die Aufzeichnung von Sandovals Geständnis an. Vermutlich eine Falle, aber wir müssen es trotzdem überprüfen. Das ist halt die Frage, wenn man so ein Undercover-Cop ist, oder also Undercover-Agent in dem Fall, wie weit kann man gehen, muss man gehen? Darf man gehen, um halt in so eine Organisation aufzusteigen? Ich meine, also hier, man muss ja extrem viel leisten, sage ich mal, oder denke ich mal, um hier was, um hier aufzusteigen. Aber, ja. Naja. Boah, ich bin mal super, super gespannt, wie das Finale ist. Also, töten wir El Sueño oder nehmen wir ihn gefangen oder helfen wir ihn im Gegensatz zu im Gegenzug zu Informationen, aber was wollen wir für Informationen noch? Ich meine, wir haben ja das ganze Kartell ausgehoben. Ich bin mal super gespannt. Das Geständnis kann natürlich auch fake sein.
Also. Ja. Wie die Sonne da durchbricht, ne? Voll krass. Ach genau, aber ich sehe gerade die Zeit. Ja, das werden wir in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.